Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum City Bus Manager, meine Damen und Herren, zum Wusel-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir uns ja die Werkstatt hier vorgenommen, die haben ein bisschen ausgebaut, Büros ausgebaut, da sind wir auch weit fertig, haben die Tankstellen hier nochmal so ein bisschen erweitert und in der heutigen Folge geht es natürlich wieder weiter mit dem Ausbau unseres Busdepots. Ihr habt gesagt, dann gibt es mal wieder neue Linien, neue Busse und so weiter. Werden wir uns natürlich weiterhin drum kümmern, aber vorwiegend sind wir jetzt erstmal hier ein wenig mit dem Ausbau beschäftigt. Da brauche ich noch so ein paar Ideen. Ja, komfortabel, 4,8 Bewertung haben wir. Wie ist es denn eigentlich mit der Pünktlichkeit? Oh, die Pünktlichkeit ist sehr gut geworden, guck mal. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter hat nachgelassen im Service Center. Was denn da los? Das kann ja wohl nicht sein, ne? Müssen wir ein paar Leute kündigen? Hallo? Und wir müssen unseren Schichtplan uns auch nochmal drum kümmern. Ne? Ansonsten sind alle Busse soweit versorgt. Am nächsten Tag werden wir alle reinigen, waschen, tanken. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Das machen wir am Ende des heutigen Tages. Und hier werden wir jetzt, ich muss mal gucken, Straße bauen. Wir bauen eine Straße. Wie habe ich das denn hier gemacht? Ah ja, okay. Da muss ich mich mal so ein bisschen orientieren. Ne? Wie hat er das gemacht? Ich weiß, wir gehen gleich wieder ein bisschen in die Miesen. Das ist aber nicht schlimm. Wir werden das relativ zeitnah ausgleichen. Ne? So, guck mal, jetzt geht das wieder hier nicht. Warum geht das jetzt hier wieder nicht? Habe ich das nicht richtig gesetzt? Ich verstehe das schon wieder nicht. Hä? Wieso geht denn das hier und da wieder nicht? Warte mal. Ich setze das mal eben kurz um. Bau mal kurz die... Wieso geht jetzt hier keine Straße? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Wieso geht jetzt hier keine Straße weiter? Oh, wir haben Fahrten abgeschlossen. Aber warum kann ich jetzt hier keine Straße bauen? Wo ist denn das Problem jetzt hier? Seht ihr da ein Problem? Also ich sehe da jetzt keins. Wieso kann ich jetzt hier... Hä? Was ist da? Die sind doch gerade. Gut, wir können das Ding natürlich jetzt hier zwischensetzen, aber ich verstehe das Problem jetzt hier nicht. Wo ist denn das Problem, bitteschön? Wieso kann ich denn jetzt hier die Straße nicht setzen? Warte mal. Ah, okay. Hat er wohl irgendwie nicht übernommen. Sei es drum, ne? Sei einfach so. Wir haben wieder Punkte bekommen. Ich weiß nicht, können wir das forschen? Nee, aktuell glaube ich noch nicht, ne? Da müssen wir ein bisschen gucken. Hier bauen wir noch Waschstraßen zusätzlich hin. Habe ich mir überlegt, damit wir noch mehr Kapazitäten haben. Und zwar Waschanlage groß. Einmal, warte mal, einmal hier. Und einmal da. So, dann haben wir hier auf jeden Fall viele, viele Tankstellen und jede Menge Möglichkeiten. So, hier kommen jetzt noch große Busparkplätze hin für den Außenbereich. Die habe ich, glaube ich, so gesetzt, ne? So, die setzen wir mal auch. Ich weiß, ich gehe in den Miesen. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, liebe Zuschauer. Das ist mir relativ Wumpe gerade eben. So. Groß, 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 groß. Guck mal, passt sogar genau hin hier, ne? Und hier oben können wir auch noch große Busparkplätze bauen, ne? Warum jetzt hier immer umspringt, ist mir ein Rätsel, aber wir kriegen wir irgendwie hin. So. Also Parkplätze, Leute, haben wir mehr als genug. So, das heißt, wir haben jetzt hier unseren XXL Wasch- und Tankplatz, wo wir ganz viele Tanksäulen haben. Hier haben wir noch weitere Parkplätze für unsere Busse. Hier könnten wir, glaube ich, sogar noch einen hinsetzen, rein theoretisch. Wobei, nee, ist, glaube ich, ein bisschen zu eng. Das heißt, hier haben wir die kleinen Bushaltestellen. Wir könnten hier oben vielleicht eher so die großen hinpacken. Da würde ich die kleinen hier entfernen. Der fährt um 4:05 Uhr bis 14:30 Uhr.
am Montag erst wieder, ne? Okay, das heißt, den kann ich schon mal ready machen. Das ist nämlich auch ein Vorteil der ganzen Geschichten hier, dass ihr jetzt hier sehen könnt, auf welcher Linie der als nächstes eingesetzt ist. Um den Schichtplan müssen wir uns auch nochmal kümmern. Der Job gefällt mir hier, das ist auch sehr gut. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir das Ganze hier so ein bisschen hinbekommen. Also Busfahrer haben wir ausreichend. Mechaniker sollten auch ausreichend da sein. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Also den können wir soweit erstmal ready machen. Der hat nichts zu reparieren. Das ist schon mal gut. Der fährt zwischen 12.55 Uhr. Ah, den können wir jetzt nicht nehmen. Okay. Der fährt jetzt auch gleich. Der fährt um 15 Uhr. Das würden wir sogar... Ja, der braucht aber nicht gereinigt werden. Das ist soweit okay. Der fährt um 15.15 Uhr. Das würden wir nicht mehr schaffen. Nee, ist zu knapp. Der fährt erst wieder am Montag. Das heißt, den können wir schon mal ready machen. Der fährt 14.50 Uhr. Brauchen wir jetzt eigentlich auch nichts machen. Was haben wir mit ihm hier? Den lassen wir auch mal. Der fährt auch um 13.35 Uhr. Das heißt, der wird gleich losfahren. Kümmern wir uns nicht darum. Der ist ready mit ihm. Der fährt erst wieder am Montag. Das heißt, den können wir ohne weiteres dann auch wieder fit machen. Der fährt um 14.10 Uhr. Der wird gleich wegfahren. Und so kriegen wir auch die Pünktlichkeit immer hin, ne? Weil ich habe immer den Fehler gemacht, dass ich direkt repariert habe. Oder dann irgendwelche Sachen gemacht habe und aufgrund der Reparatur die Busse dann irgendwie zu spät kamen, ne? Das war so der Punkt, den ich da irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß auch nicht, ob das die... Ich glaube, das kam erst nach dem Update jetzt, ne? Dass das mit dazugekommen ist. Bin mir nicht 100% sicher, kann auch sein, dass ich mich da jetzt vertue. Guck mal, der fährt auch erst am Montag, das heißt, den können wir auch wieder reinigen. Der fährt um 21 Uhr, da lohnt sich noch nicht. Der ist, glaube ich, defekt. Guck mal, da qualmt es ein bisschen. Ja, aber wann fährt denn der? Am Montag erst wieder. Guck mal, den können wir auch komplett fertig machen. Reparieren, Licht, dies, das. Das sieht halt auch gut aus. Der fährt auch wieder am Montag. Der hat auch einen Defekt, da ist auch ein Qualm. Nee, hat er nicht. Okay, gut, dann war das der andere daneben vielleicht. Der fährt um 21 Uhr, den können wir trotzdem mal reinigen, da ist noch genug Zeit hin, ne? Gut, hier haben wir die Bewertungen, alles tippitoppi. Hier haben wir auch nochmal Busse. Der fährt erst um 22 Uhr, da ist aber nichts dran. Der fährt auch um 21 Uhr. Und ansonsten könnten wir... Ja... Habe ich erstmal alles so lassen, ne? Also ich finde es erstmal soweit okay. Man könnte natürlich hier noch ein paar Bäume setzen, so als Optik. So, wir bedanken uns der gesamten Stadt Essen. Eine tolle Arbeit leisten wir. Sehr schön, das ist auch gut. Und wir haben halt auch noch, lass mich mal kurz gucken, auch Außenbereiche. Hier so ein bisschen Deko, ne? Guck mal, wir können hier große Kiefern setzen. Dann machen wir hier vielleicht ein paar Bäume hin, ne, um den Außenbereich ein bisschen schöner zu machen. Kostet halt alles ein bisschen Geld, aber ich glaube, über diesen Punkt sind wir drüber, ne? So ein paar Bäume hinsetzen hier. Kiefern, die könnten wir hier so zwischen den Sachen machen. Hier hätten wir keinen Platz mehr für. Ja gut, man könnte noch kleine Busse wieder nehmen, aber ach, will ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht, ich fand jetzt nicht so gut. Busch. Ach guck mal, wir können Busche sogar setzen. Das wäre schön. Haben wir hier noch so ein paar Büsche zwischen. So ein bisschen schöne Deko, ne? Kleine Spielerei. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt, ne? Aber ich finde das jetzt hier so zu Optikgründen gar nicht so verkehrt. Dass man da ein bisschen, ja, so ein paar Büsche macht, ne? Hier ein paar Kiefern dazwischen. Da sieht es halt ein bisschen schöner aus. Ich mache erstmal Kiefern. Und da gucken wir später mal weiter. Gibt natürlich auch noch andere Bäume, aber ich finde Kiefern halt immer sehr, sehr schön. Deswegen machen wir das einfach mal ein bisschen, ne? Das Gelände so ein bisschen hier aufhübschen. Ich weiß, es wird dem einen oder anderen inneren Monk wieder nicht gefallen, dass die Abstände wieder nicht passen, aber das ist mir relativ egal. So. Hier können wir auch noch ein paar Kiefern setzen. Und ihr seht schon, von den Einnahmen her
ist es definitiv vollkommen in Ordnung. Guck mal, wie viel Platz wir hier noch haben, ne? Auch im Lager. Da müssen wir auch mal wieder was bestellen. Dann mache ich bald einmal das Lager wieder voll. Und dann haben wir erstmal wieder Ruhe. Wir haben ja hier vorne auch noch ein Lager angelegt hier. Da war auch noch Möglichkeiten. Jetzt haben wir alles so ein bisschen grün hier gemacht. Jetzt kommen noch ein paar Büsche dahin. Und dann sieht er doch optisch ein bisschen schöner aus, ne? Ist jetzt nicht perfekt, aber für unsere Bedürfnisse reicht das aus, ne? Guck mal, da nochmal einen hin. Da sind schon ein paar Büsche. Hier machen wir auch noch ein bisschen was. Und dann haben wir es ein bisschen grün gemacht, ne? So, machen wir das hier auch noch. Da geht auch nochmal ein bisschen was hin. Und hier oben einfach auch nochmal ein paar Büsche. So ein bisschen randommäßig. Einfach mal so ein bisschen platzieren. Man kann natürlich auch mehrere nebeneinander machen, wenn man das möchte. Aber ich denke, das passt soweit ganz gut. Na, da geht es leider nicht hin. Schade. Machen wir hier nochmal ein bisschen. Da. Tipptopp, ne? So, da haben wir ein bisschen für Optik gesorgt, Leute. Der Ausbau ist fertig. Wir haben ausreichend Werkstätten, ausreichend Tankplätze. Ja, und können dann irgendwann auf jeden Fall mal hier weitermachen, ne? Mit weiteren Dingen. Wir haben hier einen kaputten Bus, der fährt erst wieder am Montag. Das heißt, wir können uns jetzt wieder um die Busse kümmern. Wir haben 21 Uhr. 88.000 Euronen auf dem Konto. Die Pünktlichkeit ist tippitoppi, Leute. Die Service-Center-Freundlichkeit, genug freie Plätze, da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Aber wir sind gut dabei, würde ich jetzt sagen. Der fährt erst am Montag wieder. Das heißt, den können wir jetzt reparieren. Bevor wir aber jetzt mit den großen Reparaturen beginnen, würde ich einfach nochmal ein bisschen Ersatzteile bestellen. Und zwar Motoren, Router, einmal alles voll machen, ne? Man weiß ja nie. Die Lager müssen voll werden. Guck mal, kostet 16.000, ne? Zack. Wird natürlich geliefert. Und dann haben wir es auch fertig. Gut. Am Ende des Tages kommt natürlich immer... Ich finde es echt schön hier mit den Bäumchen und mit den Büschen. Ist echt nice. Guck mal, hier haben wir noch ein großes Lager. Hier haben wir noch weitere Parkplätze. Das heißt, wir können uns in den nächsten Folgen ein bisschen um den Schichtplan kümmern. Und auch... Oh, warte mal, hier ist noch ein bisschen was. Da müssen wir auch noch ein bisschen was Grünes machen. Auch hier mal wieder so eine Kiefer. Da auch noch mal eine hin. Ach, guck mal, hier auch. Der Grünstreifen, ne? Das ist nicht so dolle. Da können wir uns auch noch mal ein bisschen drum kümmern. Sieht halt ein bisschen netter aus, ne? Ja. Wie so ein schönes Betriebsgelände, ne? Ach, guck mal, da haben wir auch noch Platz. Oh, hier haben wir Büsche vergessen. Machen wir hier nochmal ein bisschen was. Da, da. So. Hier kriegen wir leider... Ah, da kriegen wir auch welche noch ein paar hin. Aber ich glaube, der eine Punkt hier, der ist ein bisschen schmal, ne? Wo war denn der? Ne, der ist zu schmal. Da kriegen wir leider nichts hin. Das passt doch, ey. Schön, großes Büro. Jede Menge Spinde haben wir hier. Wir können, glaube ich, noch ein paar Spinde kaufen, um halt auch noch ein bisschen mehr Personal einzustellen. Bürofläche haben wir mehr als genug, um weitere Leute einzustellen. Lager haben wir eine Bestellung aufgegeben. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir die Busse da soweit fertig machen. Juti. Wir gucken mal, den brauchen wir nicht reparieren. Den können wir mal tanken. Der fährt mich heute nicht mehr raus. Der ist noch gar nicht geplant für eine Schicht. Okay. Da schauen wir mal eben kurz. Montag um 5.05 Uhr. Das kriegen wir hin. Dass wir den hier fertig machen. Waschen, schneiden, legen. Den machen wir auch nochmal fertig. Sehr schön. Den auch. Montag. Guck mal, seht ihr, ne? Also die können wir jetzt alle hier verarzten. Da müssen wir natürlich mal gucken, wie schnell sowas vonstatten geht. Oder ob wir vielleicht noch neues Personal brauchen. Und man muss hier immer so ein bisschen von hinten gucken, ne? Da sieht man hier das Qualm. Der muss zum Beispiel auch noch repariert werden. So, der hat noch gar keine Schicht zugewiesen. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge in aller Ruhe. Auch das mit den Pauseneinstellungen, dass die Leute halt wirklich genügend Pause haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. So, der Scheibenwischer ist auch kaputt. So, bei ihm hier, der hat auch noch gar keine Schicht. Das auch am Montag um 6. Den können wir auch mal tanken, waschen, reinigen. Den hier auch am Montag.
Und so können wir jetzt ganz entspannt immer die ganzen Booster soweit fertig machen. Na, guck mal, der ist sogar schon fertig. Der ist noch nicht fertig. Der fährt erst um 16.15 Uhr. Guck mal, da haben wir auch noch genug Zeit. Den auch. Und da wir jetzt natürlich jede Menge ja, mehr Möglichkeiten haben hier, ne, zum Waschen, zum Reinigen, zum Tanken, geht das auch viel, viel schneller. Ne? So, hier müssen wir auch mal gucken. Der fährt auch erst am Montag. Zack, zack. Zack, zack. Reparieren. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Mechaniker einstellen. Um das Ganze dann auch soweit fertig zu haben. Ein paar Busse müssen wir auf jeden Fall noch einstellen. Aber auf kurz oder lang sollte das definitiv passen. Hier ist natürlich richtig viel Verkehr. Aber das ist nicht schlimm. Wir kriegen alle Busse, bevor der nächste Tag wieder kommt, auf jeden Fall fertig, ne? So, der fährt auch am Montag. Wir haben 22 Uhr, das sollte auf jeden Fall alles passen. Gut, der ist noch gar nicht eingeplant. Der hier ist fertig. Der ist auch am Montag erst um 16 Uhr. Und so können wir jetzt alle anklicken. Können alle reparieren lassen. Eine neue Lieferung kommt wieder. Wir werden noch weitere Mechaniker gleich noch einstellen. Das machen wir auch noch. Und dann werden wir uns auf jeden Fall um die ganzen Schichtpläne in der nächsten Folge kümmern. Ne? Das dauert halt immer ein bisschen, bis das Ganze dann soweit fertig ist. Aber gut, Ding braucht halt Weile um 6.05 Uhr. Wir haben mittlerweile so viele Leute und es geht halt wirklich so schnell mit den Reparaturen und mit den ganzen Arbeiten, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ne? Seht ihr, guck mal hier, wie schnell das geht. Da wird gewaschen, da wird gereinigt. Ach, da wird so viele Sachen werden mittlerweile gemacht. Guck mal, da wird repariert, gewaschen. Also, das ist echt ein Wuselding hier, ne? Das ist der pure Wahnsinn. So, der fährt am Montag um 5 Uhr irgendwas. Sehr schön. Der ist auch fertig. Jetzt gucken wir mal, wie viele Mechaniker wir haben. Mechaniker haben wir insgesamt 12. Ich werde jetzt noch mal ein paar einstellen. Ja, wobei, Qualifikationen sind halt nicht so gut, ne? Müssen wir hier gucken. Der geht auch noch. Wie sieht's aus mit Reinigungskräften? Da brauchen wir auch noch mehr, ne? Einstellen. Gutes Personal ist halt schwer zu finden, ne? Ja, komm, nehmen wir den auch. Geben wir auch mal eine Chance. Vielleicht noch, Service-Mitarbeiter haben wir keine guten. Guten Forscher vielleicht noch. Ah, Mechaniker. Nee. Manchmal hilft es auch einfach, wieder raus und wieder reinzugehen, ne? Da hat man dann auch viel, viel mehr Auswahl, ne? Guck mal. Wahnsinn, ne? Den können wir auch nochmal einstellen. Hier nochmal vielleicht ein guter Mechaniker. Sehr schön. Busfahrer, haben wir einen guten? Komm, nehmen wir ihn hier. So, Vorschlag, haben wir auch nochmal irgendwas? Ja, komm, nehmen wir den nochmal mit rein hier. Und irgendwann kommen wir, glaube ich, auch ans Limit. Mechaniker haben wir jetzt 17 Stück, ne? Qualifikation hier, na komm. Ah, es geht, ne? So, guck mal. Das heißt, hier wird überall getankt, gewaschen, gereinigt. Wir haben mehr Personal. Das heißt, wir können uns noch mehr um die ganzen Busse hier kümmern. Hier ist noch einer defekt, aber ich glaube, den haben wir schon eingestellt zur Reparatur. Ja, guck mal hier, wie viele Reparaturmöglichkeiten wir haben. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wir können viel, viel mehr Busse gleichzeitig reparieren. Tanken, waschen. Ne? Und das geht viel, viel schneller vonstatten. Das heißt, wir sind viel, viel schneller auf den nächsten Tag auf jeden Fall vorbereitet. Ja, und unser Geld haben wir auch mal noch da. Wir haben natürlich immer noch den Kredit. Ne? 161.000. Ich glaube, den werden wir am nächsten Tag mal zurückzahlen. Denn am nächsten Tag werden wir einfach sparen. Und ausnahmsweise mal kein Geld ausgeben. Ne? Aber es sieht halt hier alles wirklich schick schön aus. Mit ein paar Bäumchen und so weiter. Das finde ich jetzt persönlich sehr gut. Wir haben jetzt hier auch soweit alles ausgebaut, nochmal ein bisschen aufgehübscht, den ganzen Fuhrpark. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zum City Bus Manager. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ja, einfach ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Hier werden fleißig
Busse repariert. Ne? Und ja, dann sag ich mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.